Leute, heute veranstalte ich seit langem wieder Hide and Seek mit der Community, nur mit dem kleinen Unterschied, dass heute System mitmachen wird. Sein Ziel ist es natürlich, das Ganze zu gewinnen, aber ich glaube eher nicht, dass er gewinnen wird, weil ich der beste Hide and Seek Spieler bin. Das wisst ihr ja hoffentlich, Leute. Und den letzten, den ich heute finden werde, der darf sich was aus dem Item Shop aussuchen. Und wer will schon nichts aus dem Item Shop haben, Leute? Lasst auf euren Like da und ein Abo, wenn ihr öfters Hide and Seek Videos sehen wollt. Und danke an jeden, der meinen neuen Creator-Code Couscous im Itemshop eingetragen hat. Das supportet mich wirklich sehr. Und ihr wisst ja, die Ehrensupporter, die mich mit meinem Creator-Code Couscous supporten, die werde ich ab und zu mal adden. Aber sagt nicht einfach nur so, dass ihr den eingetragen habt, sondern tut's wirklich, Leute. Wäre richtig ehrenvoll von euch. Und jetzt würde ich sagen, Leute, viel Spaß mit der heutigen Folge. Let's go. Okay, Leute, wir sind fast 50 Spieler am Start und ihr landet jetzt alle hier in Reckless Railways. Ihr könnt den Boss natürlich auch killen. Ihr habt genügend Zeit, euch zu verstecken und dann geht's los. Dann muss ich euch alle finden und der Gewinner bekommt was aus dem Item Shop geschenkt. Okay, ich bin jetzt hier undercover bei Flake seinem Hide and Seek Turnier drinne. Wir haben jetzt hier die Geschichte auf Auffüllen gemacht. Ja, und wir landen jetzt in Reckless Railways. Ich muss mir schnell ein Versteck suchen und dann ja, hoffentlich gewinnen wir die Geschichte, weil man irgendwie den ersten Platz bekommt, ein paar V-Bucks und ich brauche natürlich V-Bucks, das ist ganz wichtig, Leute. Ich habe noch nie so ein riesiges Hide and Seek gemacht mit so vielen Leuten, Leute. Also, wenn ich jetzt alle finden sollte, das wäre krass, das wäre krass. Also, ihr könnt jetzt erstmal den Boss killen, alle zusammen, ganz easy, und euch dann ein Versteck suchen. Boah, da kommen schon ganz schön viele mit, ne? Boah, Digga, also, Versteck wird schwierig. Ich bin auch jetzt gerade am Streamen, deswegen, Leute, wenn ihr kommt nicht alle zu mir, sonst fällt das auf, dann bin ich direkt am Anfang raus. Das wäre blöd, so, weißt du? Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Ich weiß aber echt nicht, wo ich mich verstecken soll, ich sag euch ehrlich. Die Brücke hier zählt nicht mehr, also, ihr dürft nicht in dieses Gebäude da gehen, in das kleine. Nur alles, was vor mir ist. Und ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit, euch zu verstecken. Killt die Bots. Macht, was ihr wollt. Killt euch aber nicht gegenseitig, natürlich. Sonst seid ihr disqualifiziert. Nein, er macht Wände kaputt. Was macht er? Nein, lass zu, Bro. Sonst ist doch gutes Versteck. Ach, das ist der Chef, Digga. Ich hab gedacht, das wäre ein Spieler gewesen. Boah, Leute, es ist so schwer. Warte mal, kann man hier runter? Nee, hier auch nicht, Digga. Boah, ist echt schwierig. Leute, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Denkst du hier so? Auf blöd? Junge, nervt doch nicht. Alter, warum gehen denn die ganzen Bots auf mich drauf, Bro? Ich check es nicht. Ich gehe einfach jetzt in den Busch hier rein, oder? Ich weiß nicht, Junge. Ja, wenn ihr hier in den Busch kommt, dann dürft ihr euch aber nicht bewegen, ne? Wenn jetzt, wenn alle hier hinkommen, wäre auch schlecht, Leute. Oder hier so in die Ecke hier hinter oder so. Okay, Leute, die Zeit ist abgelaufen. Ich fange jetzt an zu suchen und ich habe hier jemanden gehört. Ich habe hier schon jemanden gehört und das war es dann mal wieder komplett. Nein, das startet schon, Leute. Der startet schon, Leute. Ich gehe jetzt einfach hier hin. Ich habe gesagt, das zählt nicht, Bro. Ich habe dich direkt gehört. Was soll das? Der müsste hier irgendwo drin sein. Ich wusste es. Das war's komplett mit dir. Den ersten haben wir schon. Und der hat einfach nicht zugehört. Hier darf man sich nicht verstecken, Bro. Und ich muss nur noch 47 Leute finden. Alter, das ist halt einfach auch so groß. Und System ist ja auch irgendwo versteckt, Leute. Den muss ich sowas von finden. Hier wurde gebaut, warum auch immer. Easy peasy, bauen wir alles ab. Wir suchen jetzt alles hier systematisch ab. So, und ich hoffe, hier macht keiner irgendwelche Faxen. Ja, ich hoffe, dass das jetzt zieht, ich sag euch ehrlich. Aber die Tarnung ist eigentlich in Ordnung, oder nicht? Ich weiß nicht, Leute, ehrlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Meine beiden Teammates leben auch immer noch. Okay, hier ist ein Geschütz am Start. Und hier höre ich schon... Oh nein, der Boss ist am Start. Ja, okay. Das war halt jetzt komplett los, dass ihr den nicht zusammen gekillt habt irgendwie. Wäre cool gewesen. Jetzt muss ich erstmal den Boss killen. Und dann in der nächsten Stadt kann ich mich ja wieder verstecken. Aber hier hochbeet mir, das ist echt blöd schon, ne? Aber guck mal, der müsste hier so hochgucken. Und ich glaube nicht, dass der darauf kommt. So, ich weiß nicht. Hier in der Ecke wäre halt auch krass. Ne? Oh nein, der ist da vorne, glaube ich, Bro. Oh, der gibt mir Medkit, Digga, Ehrenmann. Okay. Boss gekillt. Ja, ihr wolltet mich ablenken, ne? Jetzt habe ich noch bessere Waffen. Oh, wo seid ihr? Hier war irgendwo jemand. Oder das war halt der Boss, ne? Hier hat sich, glaube ich, niemand versteckt. Safe nicht. Digga, das hat mich jetzt so durcheinander gebracht gerade. Aber es könnte halt wirklich sein, dass hier jemand drin ist, ne? Und ich kenne diesen Ort auch gar nicht. Oh mein Gott, was? Hier oben wäre ein krasses Versteck gewesen. Ich habe auch ein bisschen Druck mit der Zone. Aha. Wen haben wir denn da? GG. Hast du auch gedacht, dass ich hier nicht weiter suche? Ich gehe woanders hin, Leute. Ich gehe woanders hin, meine. Ich gehe woanders hin, Leute. Ich gehe hier irgendwo. Was macht er hier, Digga?
Ich gehe hier hinter so. Oh, yo, Crystal. Es ist eine gute Idee, Bro. Ich weiß nicht, wer das hier ist, aber ich glaube, das ist hier ein gutes Versteck, Bruder. Wir suchen weiter. Im Tresor kann niemand sein. Hier ist jemand, oder? Nein, hier kann man auch nicht hin. Okay, das Gebäude habe ich schon. Aber es sind halt noch so viele Spieler, die ich suchen muss. Wir gehen mal nach oben aufs Dach. Ist hier oben jemand? Ist hier oben jemand am Start? Da läuft auch jemand. Hier ist jemand gerade gelaufen. Da läuft jemand. Was ist denn mit dem los? Was geht denn bei dir ab? Willst du Fang spielen oder was? Nicht mit mir. Guck mal, wie der hier links neben mir chillt. Nein, zu dritt ist hier zu viel, oder nicht? Nein, du musst hier rechts vor mir hin. Man sieht dich da, wenn er von links kommt. Ihr müsst hier ein bisschen mehr hier reingehen. Ja, genau so. Ja. Ey, nicht, kein schlechtes Versteck gewesen auf jeden Fall. Ich glaube, der wird auch hier hinter abchecken. Am besten wäre halt, wenn wir irgendwie oben auf den Baum oder so drauf gehen, ne? Hier sind halt auch so Bäume. Und ich weiß, dass sich die Leute gerne auf Bäume verstecken. Deswegen, die Bäume kommen hier direkt weg, Leute. Nach und nach. Oha. Oha. Wenn du Ehre hast. Ja, okay, ich wollte gerade sagen. Wenn du Ehre hast, komm zu mir. Aber du hast dich ergeben. Kuss geht raus. Ja, der wusste schon hier. Die Bäume, die nehme ich mir vor. So, da hätten wir schon den nächsten. Ich bin gut, Leute. Ich weiß zwar nicht, ob ich jeden finden werde, aber ich hoffe doch, weil ich will keine V-Bucks ausgeben. Und System, wo bist du, Bro? Wo bist du? Kannst du mir das vielleicht sagen? Hier laufen auch wieder Leute rum. Im Bahnhof. Der Bahnhof ist auch sehr groß. Also hier jemanden zu finden. Digga, was? Wo soll ich hier schauen? Okay, hier läuft jemand. Ihr verratet euch halt einfach, wenn ihr hier rumläuft. Da schießt sogar jemand. Da macht jemand Faxen. Ich kenne mich hier null aus, ne? Das ist hier so groß. Ich habe jemanden laufen hören. Nur weil du gelaufen bist, Bro. Nur weil du gelaufen bist, Bro, habe ich deine Schritte gehört. Hättest du dich nicht bewegt, dann hätte ich dich vielleicht nicht gefunden. Deswegen bleibt einfach stehen. Leute, ich bin echt am Überlegen, ob ich mir ein neues Versteck schnell suche. Ist das überhaupt erlaubt, ein neues Versteck suchen? Wir bleiben hier einfach, okay? Nee, die Renegade Raider Hacke sieht man. Wir müssen echt hier so drunter sein, ne? Ich glaube, da vorne ist noch ein anderer. Was macht der? Der kommt zu uns, Bro. Wir sind hier dann zu viele. Guck mal, hier läuft auch wieder jemand. Nein, bitte! Nein, bitte, Bro! Das war's. Hier habe ich auch jemanden gesehen. Hello there. System! Bist du so schlecht? Ich darf mich vielleicht ja nochmal verstecken. Bist du so schlecht, Bro? Geh dich nochmal verstecken. Das kann doch nicht wahr sein. Geh! Geh dich verstecken. Ehrenmann, Junge. Okay, ich darf mich nochmal verstecken. Ich krieg nochmal eine Chance. Ey, das Versteck ist eigentlich voll gut gewesen, oder nicht? Guck mal, der ist im Baum, Digga. Also, das hätte ich nicht... Also, er bekommt eine zweite Chance. Bei der nächsten Chance ist er draußen, Digga. Also, bitte. Ich dachte, er sagt die ganze Zeit, er ist krass und so. Das Problem ist, Leute, wenn hier jemand drunter ist, bitte zeigt euch, weil das ist ein bisschen ehrenlos hier. Das ist komplett ehrenlos. Falls da jemand drunter sein sollte, zeigt euch bitte. Und hier die ganzen Schneemänner. Digga, was macht ihr mit mir? Hier ist so viel Gebäude, ne? Oh, yo! Yo, 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 Leute. Yo, yo, yo. Yo, 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 das ist gut, Bro. Das ist gut, Bro. Und ihr versteckt euch in Schneemännern und so? Ihr wisst halt, dass ich der Beste bin. Guck mal, ich habe schon wieder irgendwas gehört. Was macht der denn jetzt hier wieder? Oh, du hast fast meine Position verraten, Bro. Ja, ihr läuft halt die ganze Zeit weg, das ist ein bisschen lost. Ja, der macht jetzt hier mit mir Turnen. Also, so einer... verliert dann halt auch den Rang, ne? Also bleibt einfach stehen, seid korrekt, sonst dauert es hier alles zu lang. Checkt ihr? Einfach stehen bleiben. So. Aha. Also das sind doch keine guten Verstecke. Also bitte, Leute, das sind doch keine guten Verstecke. Ihr wisst, Baum muss auch weg. Alter! Was geht hier ab? Okay, der dritte muss auch kommen. Aha. Das war's komplett mit dir. Hier ist einfach jemand im Auto. Ich weiß nicht, ob das jetzt der dritte war, der da oben war. Also wenn du... Moin. Moin, meine aktiven Freunde. Also... Du weißt, dass ich dich schon zum zweiten Mal gefunden habe. Also... Man sagt ja immer, alle guten Dinge sind drei. Kannst du dir mal ein gutes Versteck suchen? Ja, dann mach mal.
Renn jetzt nach da hinten ganz weit in die Ferne. Oh, ich weiß nicht, Leute. Der hat den Baum abgebaut. Sonst wäre das voll das gute Versteck gewesen, so. Vielleicht hier oben drauf, ne? Das ist gut, Leute. Ja! So, jetzt ist aber hier echt mal vorbei, ne? Also hier ist jetzt mal echt ein Baba-Versteck. Der Profi, er sagt von mir, ich gewinne dein Skin-Contest undercover. So krass, ich bin der Beste im Hide-and-Seek. Digga, ich habe den schon zweimal gefunden. Und hier gibt's welche, die habe ich noch nicht mal einmal gefunden. Also, Bro, das ist lost. Ich habe auch jetzt die Info bekommen, dass man sich in Autos verstecken kann. Ja, weg mit dir. Das Gute ist, wir sind noch in der Zone. Und hier sind so viele Cones. Die will ich aber nicht alle kaputt machen. Das ist das Ding. Ist hier jemand drin? Ne, hier ist keiner drin. Vielleicht da oben? Nein. Ja, okay. Dass man sowas macht, check ich auch nicht. Warum man so ehrenlos spielen muss. Digga, das ist gut. Das war ein gutes Versteck, habe ich aber gefunden. Also alle, die in die Goodie-Deckels gehen, die sind draußen, weil ich habe euch ja schon gefunden, sozusagen. Sobald ich euch einmal sehe, seid ihr draußen. Also wenn ihr als letztes übrig bleibt, dann zählt das nicht. Dann seid ihr draußen. Aber so war... Das war ein krasses Versteck. Hier habe ich auch schon wieder was gehört. Siehst du, guck mal, der geht doch in die Büsche und so rein. Wo willst du dich denn hier verstecken, wo der das nicht checkt, Bro? Das ist so schwierig. Hier ist wieder jemand am Editieren. Ich weiß nicht, warum man so lost ist. Aber gleich, Leute, geht's zum nächsten Ort. Der nächste Ort wird, glaube ich, Hazy Hillside sein. Mal gucken. Aber jetzt sind wir noch hier. Und die Zone spielt ja auch sehr gut mit. Aber ich finde halt so wenige, ne? Hier muss irgendwo jemand sein. Hier ist irgendwo jemand. Ich weiß nur nicht wo. Hier editiert jemand. Oder nee, hier in der Ecke wäre besser gewesen. Oh, jetzt muss ich mit mir ein paar Metz farmen nochmal hier, ne? Warte. Hier so in der Ecke. Nein. Hier so. Ja, genau. So, und dann bam. Und dann hier so. Perfekt, Leute. Hier ist doch gut, oder nicht? Okay, wir sind immer noch in der Zone, Leute. Wir sind immer noch in der Zone. Das heißt, wir bleiben hier. Ihr müsst halt vom Sturm rauskommen und euch ein neues Versteck dann halt suchen. Ist hier jemand drin? Nee. Oh, die gehen raus aus dem Sturm. Ja, tut mir leid. Da hattet ihr halt Pech. Tut mir leid. Der ist disconnected. Das ist halt ein Vorteil jetzt für mich. Ihr müsst euch halt auf Sneaky ein Versteck suchen und nicht direkt rausrennen, ne? Das ist halt ein bisschen lost gewesen. Habt ihr vielleicht falsch verstanden? Oh, die Mülltonnen muss ich kaputt machen. Ja, da kommt jemand mit Auto. Bisschen auffällig, Bro. Aber, ja, die fahren da halt einfach durch. Jetzt kommt halt die Zone, ne? Ich würde sagen, ihr bekommt jetzt alle 30 Sekunden Zeit, um hier hinzugehen. In dieses Gebäude, was noch in der Zone ist. Bleibt einfach in dem Gebäude, wo der Tresor ist. Da müsst ihr jetzt alle hingehen. In dieses Gebäude vor mir. Ihr habt jetzt eine Minute Zeit, euch dort nochmal zu verstecken. Rennt alle hin, ich schau nicht. Oh, bitte, er soll mich jetzt hier nicht wiederfinden. Ich weiß gar nicht, wie ich hier wegkomme, Leute. Komm. Oh, sorry. Bruder, warum baust du ab, Digga? Hä? Ich habe echt gar keinen Plan, Leute. Echt nicht. Wir sind alle dead, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Wir sind alle dead, Leute. Digga, das war's, Junge. Du hast ja aber auch keine guten Verstecke, Bro. Und ihr kommt auch alle zu mir, Digga. Aber ist ja nur noch dieses eine Gebäude, ne? Es sind halt noch 31 Spieler am Start, ne? 31 Spieler. 5, 4, 3, 2, 1, go. Das Gebäude, was noch in der Zone ist. Jetzt wird aussortiert. Jetzt wird hier komplett aussortiert. Digga, hier sind so viele, ne? Hier sind so viele. Jetzt wird hier aussortiert. Umso kleiner die Location ist, umso besser für mich. Bleibt am besten auch stehen, sonst seid ihr eh disqualifiziert. Ja, das ist halt ein bisschen lost hier, weil alle am Bauen sind. Da müssen wir echt schauen, wer das ist, ne? Digga, die rennen halt alle weg, ne? Okay, Ehre. Lilly, du bist eine Ehrenfrau. So muss das sein. Die anderen verlieren dann halt den Rang. Was soll ich sagen? Ja, hier haben wir noch jemand. Tut mir leid. GG's. Sag doch, ich sehe alles. Ich sehe alles hier.
die rennen alle weg, Digga. Bro. Hier ist jemand im Auto. Bam. Ich habe mich halt jetzt komplett aussortiert, ne? Komplett aussortiert. Okay, jetzt müsst ihr wieder in die Zone moven, Leute. Nächste Location ist wieder in der Zone. Ihr könnt euch in der kompletten Zone jetzt verstecken. Ich komme noch zum Automat. Ich habe echt in dieser Runde, ne? Alle schießen auf mich. 5 Bots gegen mich, Bro. Maschinenpistole, Erntewerkzeuge, alles. Aber wir müssen weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir hingehen sollen, aber ich hoffe, dass ich das irgendwie hinbekomme. Warte mal, wo? Hier irgendwo, Bro. Wo soll man sich da verstecken, Digga? Sobald der Sturm angekommen ist, fange ich an zu suchen. Also, ihr habt noch 20 Sekunden Zeit. Ah, ich weiß, wo ich hingehe, Leute. Ich weiß, wo ich hingehe. 3, 2, 1. Nein, hier ist nicht gut. Nein, ich habe gedacht, hier ist gut. Hier ist okay. Ich habe hier ein gutes, aber das Versteck bei mir ist nicht in der Zone. Vielleicht kommt gleich der Zug. Dann kann ich mich mit dem Zug vielleicht in die Zone so mogeln. Und dann hinter so einem Baum verstecken oder so. Okay, dann suche ich weiter. Weiter geht's. Da vorne haben wir schon jemand. Hier haben wir schon jemand. Digga, jetzt gibt's halt keine guten Verstecke mehr, ne? Obwohl, eigentlich schon. Das Ding ist, ihr müsst halt jetzt die ganze Zeit mit der Zone mitgehen und euch verstecken. Ihr müsst halt jetzt gucken, dass ich euch nicht sehe. Ja, du bist draußen. Tut mir leid, hat kein gutes Versteck gefunden. Ihr müsst jetzt euch sneaky verstecken und mit der Zone mitgehen, okay? Sobald ich euch sehe, seid ihr raus. Weil die Zone, die moved jetzt halt. Aber es ist halt immer noch spannend, ne? Ja, in den Büschen ist halt so ein Ding. Da gucke ich halt direkt rein. Da bauen wieder welche. Da weiß ich direkt, dass die am Start sind. Ihr dürft halt auch nicht bauen, ne? Sonst weiß ich direkt, wo ihr seid. Der kommt jetzt von hier, ne? Ich glaube, jetzt ist vorbei. Er läuft vorbei, Leute. Er läuft vorbei, Digga. Ja, ich bin der Versteckmeister. Aber diesmal hat System gute Chancen, ne? Oh, da ist diese Sturmvorhersage, ne? Das ist halt OP. Aber ich sehe hier halt weit und... Oh, da oben ist jemand. Aber von so weit weg. Ihr müsst auch raus aus den Autos, Leute. Raus aus den Autos. Autos sind unfair. Da kann ich euch nicht killen. Hier ist auch keiner drin. Ehre. Ehre. So, bam, hätten wir auch. Ist halt ein bisschen tricky hier mit den ganzen Cones und so. Aber das ist halt gut, dass der Sturm jetzt so mitmacht. Ist hier jemand drin? Nee. Digga, System hat jetzt ein gutes Versteck, ne? Da oben sind halt auch welche. Ihr müsst halt auch rauskommen, weil das zählt halt nicht zum Gebäude. Ihr müsst da auf jeden Fall rauskommen. Hier ist auch jemand. Tut mir leid. Ja, jetzt wird's halt schwer für euch, ne? Ihr müsst jetzt alle in die Zone gehen. Und hier sind so viele Schneemänner. Was geht da ab? Ich geh schnell hier. Ich geh schnell hier hinter die Wand. Schnell hinter die Wand, schnell. Hier so. Ist hier einer überhaupt drinne? Oh, warte mal, der ist gerade da rechts, ne? Ich geh da vorne in den Busch, Leute. In den Busch ist, glaube ich, eine gute Idee, Bro. Je nachdem, wie die Zone jetzt geht. Wie geht die Zone jetzt? Wie geht die Zone? Ja, Bro, die geht dahin. Wie soll ich denn jetzt auf einmal nach da moven? Das war's, Leute. Hier ist doch kein Versteck mehr. Hier ist kein Versteck mehr, Leute. Hier ist vorbei. Ah, ich mach's jetzt mal schlau und check hier alles ab. Da ist jemand... Nee, ist niemand im Auto? Ey, ihr habt euch gut versteckt, ne? Ihr habt euch gut versteckt. Ja, da sind halt jetzt welche drin, ne? Ja, das ist halt ein bisschen lost von dem. Keine Ahnung, was der da vorhat. Ja, ich weiß halt nicht, was das hier... Ja, kritisch, kritisch, kritisch. Ja, Wild SK. Ich glaube, du hast Versteckenspiel nicht verstanden. Aber du bist draußen. Digga, wie viele Leute noch? Was geht hier ab? Ist nicht euer Ernst. Sobald ich euch einmal anschieße, bitte rauskommen. Die Regel war halt auch nicht bauen. Alle bauen, komischerweise. Verstehe ich auch nicht. Ja, stimmt, alle haben gebaut, ne? Ja, das ist eigentlich nicht erlaubt gewesen, ja. Aber hier sind auch gar keine Verstecke mehr so. Also jetzt am Ende sowieso nicht mehr. Und ich habe ja auch nicht gebaut. Ich habe mich hier in den... Gebäuden von den Leuten versteckt, ne? Ja, easy. Guck mal, der hat's verstanden. Der hat's verstanden, Leute. So, wo ist hier noch jemand? Hier sind halt überall. Was geht denn da ab? Ja. Easy. Die Impuls. Hier ist auch jemand, hier ist auch jemand. Der geht in die Zone, wurde aber angehittet. Digga, was ist das für ein Hide-and-Seek, Mann? Okay. Ja, jetzt sind hier halt alle auf dem Start, ne? Hier wird sogar
Revived, gar nicht gut. Da hat jemand geschossen. Alter, hier ist Gruppenversammlung. 1, 2, 3, 4, 5 Stück, 3 graue, Junge, was? Bro, ja, ja, hier so rein, ne, hier ist gut, ja. Die Leute, die hauen einfach ab, Leute, nicht abbauen. Wenn er euch gefunden hat, dann lasst euch auch einfach killen, so, weißt du? Easy, ist auch jemand. Ja, das war's mit dir. Tut mir leid. Eine weitere Chance bekommst du nicht. Egal. Wir haben es eigentlich gut ausgespielt, so, aber war echt schwierig, ne? Vor allem, wenn die Zone dann auch noch moved und so, Bro, dann Versteck suchen. Ah, schwierig. Aber was geht hier ab? Ja, okay. Was soll ich jetzt machen? Jetzt geht's halt wieder zurück ins Gebäude. Das ist einfach so ein Chaos. Das ist so ein Chaos. Ich habe fast keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr gleich. Hier ist auch noch jemand. Aber so langsam wird's hier. Hier macht jemand eine Skybase. Auch cool. Okay, den nächsten haben wir. Ja, die sind halt alle... Digga, was geht hier ab? Ey, jetzt zählt halt nur noch, wer als letztes überlebt. Wer als letztes überlebt hat, gewonnen. Aber so hätte ich das jetzt auch gemacht, wer als letztes überlebt, weil... Was jetzt noch machen, ne? Guck mal. Bro. Bro. Guck mal, die verstecken sich so hinter Bäumen, Junge. Ey, es ist doch zu wild, Digga. Aber ihr dürft nicht... Ja... Das eskaliert komplett. Guckt euch das mal an. Okay, den haben wir auch. Ich brauche Munition. Endlich Munition. So, den hätten wir auch erledigt. Jetzt rennen die halt alle nur noch rum, ne? Hier gibt es nichts mehr zu verstecken. Hier gibt es nichts mehr zum Verstecken. Die wollen jetzt alle die V-Bucks haben. Hier ist auch noch jemand am Start. Hab ich. Ich muss halt jetzt echt aufpassen. Ich muss komplett aufpassen, dass ich nicht alle kille. Okay, den habe ich auch endlich. Wie viele leben denn noch? Wie viele leben noch? Ja, dich habe ich auch jetzt endlich. Noch 3 Spieler. Noch 3 Spieler sind am Start. Digga, was tut ihr da? Ja, jetzt muss Flex hier mit Waffe reingehen. Wie die anderen Frauen sind. Und Flex so. Die wollen so gewinnen, ne? Die wollen so gewinnen, ne? Noch einen muss ich killen. Noch einen muss ich killen. Wer überlebt? Guck, der macht da hinten Heal auf. Voll verwirrt, Digga. Es ist so komisch. Okay, wir haben einen Gewinner. Wir haben einen Gewinner. Und der Gewinner ist... Ich weiß es leider nicht. Wie geil, ey. Ohne Spaß. Boah, Junge. Da schauen wir gleich im Wiederholungsmodus nach, wer gewonnen hat. Digga, was war das denn? Wild Bulldog 7 ist der Gewinner vom Hide and Seek. GGs gehen raus an dich. Oh, wie gut, ey. Also, nach Flash hatte ich schon lange auf alles. Boah, Bro.